In diesem Video möchte ich Positionsdaten kreisförmig angeordnet in einen Array speichern, damit etwas zeichnen, Punkte, und dann aber in jedem Frame der Animation einen dieser Punkte speziell auszeichnen. Dazu muss ich eine einzelne Position über seinen Index, über ihren Index im Array ansprechen, und das wird zu einem bestimmten Problem führen. Und du bist eingeladen, darüber nachzudenken, wie wir das Problem lösen könnten. Ganz zu Beginn brauche ich einen leeren Array, und weil ich ihn in beiden Scopes, Setup und Draw, benutzen möchte, muss ich diese Variable zuerst leer außerhalb dieser Scopes initialisieren. Let positions gleich auf und zu. Rechteckige Klammer und dann die Positionsdaten in Setup einmal ermitteln. For let a, weil ich möchte einen Winkel bestimmen, gleich 0. Er kann auch i oder e oder u heißen, aber a steht bei mir für Angle. Und solange a kleiner ist als tau, 2pi, sollen diese Iterationen stattfinden, und dann nach jeder Iteration soll a erhöht werden um ein Zwölftel von tau, damit ich 12 Punkte kriege. Und dann berechne ich diese Punkte mit Sinus und Cosinus und sage let new x gleich Cosinus a. Und bei y-Position brauche ich den Sinus. Und das muss ich multiplizieren mit einem Radius, let radius. Und das könnten wir ja außerhalb des Loops definieren. Wir müssen den Radius nur einmal initialisieren und sagen zum Beispiel 120. Und hier könnte ich zum Beispiel mal const brauchen, weil das sich nie ändern wird, um zu verdeutlichen, dass das ein Wert ist, der konstant bleibt. Also den Radius multipliziere ich mit dem Cosinus und mit dem Sinus von a, und damit kriege ich 12 Punkte auf einem Kreis mit Radius 120 angeordnet. Und diese zwei Positionsdaten, also diese zwei Zahlen, die ich hier generiere, die speichere ich in diesen Array Positions. Positions, push, x, Moment. Push, was pushe ich? Ein Objekt mit der Eigenschaft x, und die hat den Wert new x, und mit der Eigenschaft y, und die hat den Wert new y. Damit kriege ich einen Array, den ich mir hier einmal in die Konsole schreiben kann. Länge 0, was ist schief gelaufen? Ich habe das größere als Zeichen verwendet, anstatt das kleinere als, und a ist nie größer als tau, also wird auch dieser Loop nie eine Iteration machen. Ich muss schreiben, solange a kleiner als tau ist. Und jetzt kriege ich einen Array mit Länge 12, und die Positionsdaten sind für den Index 0, 120 und 0, weil der Cosinus von 0 ist 120. Und Moment, dies ist ein nachträglich aufgenommener Einschub. Deswegen das helle Farbschema. Mir ist ein Fehler unterlaufen. Der Cosinus von 0 ist natürlich 1 und nicht 120. 120 ist der Radius, und der Cosinus und der Sinus, die werden mit dem Radius multipliziert. Und weil der Cosinus von 0 1 ist und der Sinus von 0 ist 0, ergeben sich die Zahlen 120 und 0, die du hier im ersten Objekt des Arrays siehst. Ende der Korrektur.
Jetzt kann ich schreiben for in draw, in der draw-Funktion, also für jedes Frame, das wir kriegen, for let i gleich 0. Diesmal will ich das i als Index verwenden. Die Iterationsvariable will ich sagen, darum lasse ich es beim i. I kleiner als positions length. Wenn du jetzt eine Fehlermeldung kriegst, liegt es wahrscheinlich daran, dass diese Positions-Variable im Scope Draw nicht ersichtlich ist. Also du musst prüfen, dass Positions außerhalb von Setup definiert wird. I kleiner als die Länge von Positions und dann I plus gleich 1. Immer 1 erhöhen mit jeder Iteration. Und dann zeichnen wir eine Ellipse. Wo zeichnen wir die Ellipse? Wir sagen let x gleich Positions in der ersten Iteration ist i gleich 0, also der Index 0 im Array, das ist die erste Position und dort die Eigenschaft x. Und y ist ebenfalls die erste Position im Array mit der Eigenschaft y. Und dadurch, dass die Iterationsvariable hochzählt, bewegen wir uns hier durch den Array durch. Und dann können wir hier die Ellipse mit x und y schreiben und vielleicht einer Ausdehnung von 4. Und das gibt hier auch einen Kreis, aber um den Nullpunkt herum. Um das zu korrigieren, verschiebe ich den Nullpunkt, translate, in die Mitte. Und jetzt habe ich einen Kreis in die Mitte meines Canvas gezeichnet. Was ich jetzt tun möchte, ist, dass ich mit jedem Frame einen Punkt auf diesem Kreis speziell auszeichne, indem ich einen größeren Kreis darum herum zeichne. Und dazu muss ich verschiedene Dinge tun. Einerseits möchte ich, dass es nicht zu schnell abläuft, darum gehe ich in den Setup, in die Setup-Funktion und schreibe Frame Rate 4, das gibt mir 4 Bilder pro Sekunde und das ist dann etwas langsamer als 60 Bilder in der Sekunde und dann kann ich in diesem Tempo von einem zum nächsten dieser Punkte gehen, von einer Position zur nächsten. Und dann sage ich hier let, jetzt brauche ich hier einen bestimmten Index, wir könnten sagen my special index gleich 0. Und dann zeichne ich mit diesem Special Index eine weitere Ellipse, nachdem ich den Kreis erst einmal gezeichnet habe. Ich sage Push und Pop, damit ich die Farbe ändern kann und nehme die Füllfarbe weg, sage No Fill. Und dann zeichne ich eine Ellipse. Jetzt könnte ich vielleicht hier zuerst in eine Variable hineinspeichern, die Position mit diesem Spezialindex, let special position gleich positions mit dem Index special index. Das wird die erste Position sein, natürlich, weil es jetzt 0 ist. Dann special position x, special position y. Und hier machen wir einen größeren Radius, zum Beispiel 10. Jetzt sollte ich einen Kreis kriegen. Du siehst ihn auf der rechten Seite. Das ist immer der Anfang, eines Kreises, wenn wir ihn mit Sinus und Cosinus errechnen. Und um das zu korrigieren, könnte ich jetzt ebenfalls am Anfang der Draw-Funktion nicht nur einen Translate machen, sondern auch noch eine Rotation machen. Und zwar müssten wir um minus ein halbes Pi rotieren. Minus half Pi. Und jetzt ist der Nullpunkt nach oben gewandert. Und jetzt möchte ich, dass dieser etwas dickere Kreis oder diese Spezialellipse, dass die im Uhrzeigersinn um diesen Kreis herum wandert.
Und dazu schreibe ich am Ende meines Drawloops. Ich habe ja, wenn wir das ein bisschen nach unten bewegen, ich habe auf Zeile 16 gesagt, let special index gleich 0. Und das erhöhe ich jetzt mit jedem Frame, nach jedem Draw, nach jeder Draw-Funktion um 1. Und dann müsste dieser Special Index hochzählen und durch den Array durchwandern. Also schreibe ich hier Special Index plus gleich 1 und jetzt kommt der Fehler. Du siehst, wie das zu wandern beginnt und jetzt sind wir oben angekommen, jetzt sehe ich plötzlich nichts mehr dafür, eine Fehlermeldung. Und das heißt Uncode Type Error. Can't access property X, special position is undefined. Was ist passiert? Wenn du dir vorstellst, dass special index immer um 1 hochzählt, dann erreichen wir nach 12 Frames den Wert 12 und dann 13 und dann 14, aber schon bei 12 haben wir keinen Index mehr. Du erinnerst dich, der Array hat 12 Positionen drin, 12 Objekte. Das heißt, der höchste Index ist, wenn die Länge 12 ist, ist der höchste Index 11. Und sobald ich einen Index von 12 habe, wird im Array nichts mehr gefunden und dann kommt die Fehlermeldung. Das ist das Problem, was ich zu Beginn dieses Videos angesprochen habe. Und ich lade dich ein, jetzt zu pausieren und dir zu überlegen, wie ich nur die Zeile 35 ändern könnte, damit das weiter im Kreis herumgeht. Die Lösung des Problems, über das du hoffentlich ein bisschen meditiert hast, die Lösung ist, dass wenn ich hochzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dass ich nicht bei 12 weitermache, sondern dass ich, wenn 12 kommt, auf 0 zurückgehe. Wie kann ich das tun? Du erinnerst dich vielleicht, dass ich einmal gesagt habe, dass du und ich jeden Tag Modulo verwenden, wenn wir an die Zeit denken. 23 Uhr, das ist in Wirklichkeit 11 Uhr nachts. Oder 17 Uhr, das ist 5 Uhr abends. Und genau das Gleiche kann ich hier tun. Ich muss das, die Kurzschreibweise hier ändern. Ich muss sagen, Special Index gleich Special Index plus 1. Weil wenn ich es so schreibe, dann kann ich diese Rechnung hier in Klammern setzen und hinten Modulo 12 schreiben. Und jetzt kannst du schauen, wir kommen oben wieder an und es geht wieder rundherum weiter. Also Special Index plus 1 erhöht hier auf Zeile 35 jeweils den Wert von Special Index und weist und wird wieder an Special Index zugewiesen. Vorher wird aber Modulo 12 gerechnet. Und 12 Modulo 12 ergibt 0, 13 Modulo 12 ergibt 1, 14 Modulo 12 ergibt 2 und so weiter. Je höher diese Zahl wird durch Modulo, wird sie immer wieder abgeschnitten, wenn sie 12 überschreitet. Und so geht es immer ringsherum. Also dieses Muster auf Zeile 35, ich habe hier eine künstliche Aufgabenstellung erfunden, wobei es von diesem Ausgangspunkt aus sicher sehr interessante Resultate gibt, wenn du das ein bisschen variierst. Aber eigentlich ging es mir vor allem darum, dieses Problem herzustellen. Und mit diesem Muster, dass du einen Index errechnest und hochzählst und aber mit dem Modulo immer abschneidest, und das kannst du flexibler tun, als ich es hier mache. Du kannst nämlich sagen, Positions Length. Auf diese Art kannst du immer vom Beginn zum Ende eines Arrays durchgehen, durch die Indexe durchgehen und immer wieder bei 0 beginnen, wenn du das Ende erreicht hast.